Hellas! Hellas! Christos mein Name. Linda aus Colonia. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und heute führt uns unsere Reise nach Korfu. Ihr Hübschen da draußen, ja, wir haben diesen Ausflug nach in Korfu familienfreundlich natürlich wieder gestaltet. Aber dieses Mal nicht über die TUI Cruises direkt den Ausflug gebucht, sondern wir haben uns einfach einen Shuttle genommen, einen TUI Shuttle, den sie dort vor der Tür, wenn man aussteigt am Hafen, sind so Busse, da kann man einsteigen, für 9 Euro kommt man hin und zurück. Und dort hat man uns rausgeschmissen am Place de Esplanade oder irgendwie sowas und dann haben wir auf eigene Faust Korfu erkundet den ganzen Tag, aber wunderschöne Stadt, aber wir haben nicht historisch informativ viel mitbekommen davon, weil wir halt auf eigene Faust unterwegs waren. Also beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall das nochmal anders machen und zwar über die Tour nochmal buchen. Und zwar würde ich, guckst du mich jetzt so an, Christos hatte da nicht so viel Lust drauf gehabt, aber der Ausflug hieß irgendwie Sissi, wo sie lebte oder irgendwie sowas. Aber über einen Ausflug zu dem Sissi-Schloss. Da hatte ich, ja, siehst du, da haben wir es wieder. Da hatte ich total Lust drauf gehabt. Aber hier, denk, Christos aus Colonia hatte da keinen Bock drauf. Und irgendwie haben wir das dann so gemacht, dass wir dann da durch Korfu gelatscht sind. Und hier kommen die Impressionenbilder. Das kannst du auch mal was sagen. Ja, es ging um die, ich habe gerade diese 1Live-O-Ton-Charts im Kopf. Okay, dann jetzt bitte die Überleitung. Wir sind vormittags auf eigene Faust unterwegs gewesen, sie haben dann noch die Stadt erkundet. Ach, und sind dann nachmittags, haben wir dann noch so einen Ausflug, Inselrundfahrt mit anschließendem Aufenthalt an einem Strand. So, und dann sind wir ein bisschen rumgefahren, ich glaube so 30 Minuten oder so bis zu diesem Strand. Ah, da gab es aber Infos. Genau, da gab es Infos. Genau, da war ja eine Reiseleitung an. Ja, richtig, Infos. Genau. Und dann sind wir zu einem Strand gebracht worden und haben uns dann dort in einen Beach Club gepflanzt und haben uns erstmal mit dem Beach Club Besitzer angelegt. Ja. Nachdem einer seiner Kellner so ein VP komplett auf unsere Sachen gekippt hat. Ja, dann haben wir uns ein bisschen beschwert und dann brauchten wir dafür nichts bezahlen irgendwie oder so. Ja. Ihr Lieben, wir hatten auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Genau, vorher erstmal Stadt Korfu gehabt und danach zum Strand. War eine schöne Mischung aus Stadt und Beach und familienfreundlich und das können wir auf jeden Fall jedem empfehlen, aber ja, wenn die Kinder vielleicht ein bisschen größer sind als der Noah war ja damals 2,5 Jahre, dann sollte man vielleicht auf jeden Fall die Sissi-Tour machen. Auf jeden Fall, gerade für Jungs eine ganz spannende Geschichte, Sissi-Tour. Okay, ihr Lieben, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und vergesst nicht, Daumen hoch zu geben. Unser nächster Stop führt nämlich nach Montenegro, Kotor. Und dort fahren wir durch wunderschöne, grüne, malerische Fjorde. Und Leute, das war eine Einfahrt in den Hafen. Seid gespannt. Bellissimo, bellissimo war das. Bis dahin.